Hallo zusammen. Tyler Banks Stern steigt und steigt. In der letzten Runde durfte Tyler ob seiner respektierten Persönlichkeit einen Streit zwischen zwei benachbarten Familien schlichten und daraus resultierend verfügt die in den vergangenen Wochen deutlich gewachsene Porterhouse Six Gang nun auch über eine lukrative Brennerei in Chicago. Nach einer rauschenden Party anschließend verschwand Tyler mit einer gut aussehenden jungen Frau in sein luxuriöses Apartment. Und als die Gangmitglieder am Folgetag ihre Einnahmen bei ihm abliefern wollten, mussten sie feststellen, dass Tyler verschwunden ist. Und die Zeichen in seiner Wohnung sprechen eine eindeutige Sprache. Tyler ist nicht mit dem Hund raus. Der hat einen Hund? Nach dem Verhör des Portiers und einiger schrägen und nicht minder verwahrlosten Gestalt am Hintereingang haben die Gangs ja einige Hinweise auf die Ereignisse der Nacht erhalten. Und mit diesen Erkenntnissen und den wohl eher schlechten Nachrichten machen sie sich nun auf, erst einmal zu Banks rechter Hand, nämlich Luigi Parinelli, auch bekannt als Pasta Gun, aufzumachen und ihm die schlechten Nachrichten zu überbringen. Und heute sitzen dann an ihren Computern, an ihren Schreibtischen meine Mitspieler. Das sind auf der einen Seite Thomas für Francesco Russo. Hallo. Dominik als Falcone Di Maria. Hallo. Und Tamasch als Jacopo Galli. Servus. Und ja, damit können wir schon wieder loslegen. Okay, dann folgen wir doch unserem Plan und fahren mit meinem Auto zum Hauptquartier und informieren Pasta Gun. Jacopo ist noch nicht dabei, aber die anderen beiden kurven also los, treffen an dem etwas demolierten Lagerhaus ein, wo Pasta Gun auch recht aufgeregt, wuselnd hin und her läuft, zwischen einigen bekannten Gesichtern und gefühlt noch mehr unbekannten Gesichtern. Alles Gangster, Mafiosi aus der Umgebung. Und als er euch gewahr wird, winkt er euch auch direkt schon zu euch und sagt, wo ist Tyler? Ich gucke mich um, ob wir halbwegs unauffällig ihm das sagen können. Sonst würde ich bevorzugen, ihn in irgendein Zimmer zu ziehen. Ich sehe relativ verzweifelt aus und auch sehr durch den Wind. Ich habe mein Anwaltsgesicht auf, keine Regung, mit einem doch halbwegs freundlichen Lächeln, was nur verbirgt, was in mir vorgeht. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, ihm das unter 2, 4, 6 Augen zu sagen? Ja, es gibt da durchaus einige Ecken, wo man auch unter 6 Augen sein kann, ja. Okay, dann zerre ich ihn an seiner Pasta Gun dorthin. Das hast du nicht wirklich gesagt. Was ist los? Der Boss, der wurde entführt. Wir waren in seinem Apartment und da war er nicht mehr. Wir haben ein bisschen uns umgehört. Der ist offenbar von einem Wagen verschleppt worden in irgendwie Wäschesack oder sowas. Entführt? Das war nicht euer Ernst, oder? Nimm mal nicht, weiß auch nicht wann. Nimm einfach weg. Schrei hier nicht rum, Falcone. Sag mir nicht, wie ich zu reden hab. Doch. Verdammt. Muss ja nicht jeder hören. Oder glaubst du, die Jungs bleiben alle bei der Stange, wenn sie mitbekommen, dass der Boss weg ist? Also Luigi ist zumindest in einer ähnlichen Fäkalsprache unterwegs und flucht da laut vor sich hin und sagt, ausgerechnet jetzt, verdammt, das hat uns gerade noch gefehlt. Wisst ihr, wer das war? Nein. Waren das die Iren? Keine Ahnung. Wir müssen diesen Wäschetransporter finden. Vielleicht wissen die was von der Firma. Wer war mit irgendeiner Frau da bei sich zu Hause? Und genau, die auf der Party. Du hast sie vielleicht gesehen. Eine Frau? Weil die jetzt sagen, dass Tyler von irgendeiner Frau jetzt entführt worden ist. Sicherlich nicht alleine. Ich weiß auch nicht. Klamotten lagen auf dem Boden. Es sah nicht nach Kampf aus. Und seine Schlüssel war noch da. Sein Mantel war noch da. Und irgendwer hat an der Tür rumgefummelt. Ja, die war offensichtlich ohne Schlüssel geöffnet. Und wir haben einen so einen Landstreicher am Hinterausgang verhört. Der hat gesehen, wie mehrere Leute einen großen Sack voll Tyler, denke ich, in so einen Wagen geschafft haben. Verdammt. Ausgerechnet jetzt. Jimmy Delane kommt heute. Wer? Aus New York. Wir machen sich Sorgen in New York. Kennen wir die? Gangster aus New York haben immer noch einen hohen Stellenwert. Okay. Und das sind die coolen Kids. Genau, das sind die coolen Kids. Okay. Seht, ich muss das irgendwie hier hinkriegen. Wir müssen den... Wir müssen ein paar Leute zusammen trommeln. Ja. Haltet dabei erstmal hier die Bälle flach hier. Das muss man nicht unter den Grund an die große Glocke hängen, dass Tyler jetzt verflucht.
Okay, ich versuche hier die Stellung zu halten und einigermaßen den Schein zu wahren und die Lane irgendwie abzulenken oder so, aber seht zu, dass ihr Tyler findet. Ja. Hier, und nehmt da. Jacopo, komm mal her. Ja, was? Was ist denn, Boss? Hier, die Jungs zeigen dir, wo es lang geht. Jawohl, Boss. Soll ich einfach mitgehen? Ja, stell keine Fragen und Francesco, zeig ihm, wie das hier läuft und... Ja, tu einfach, was man dir sagt, dann klappt das schon. Jawohl, ja, klar. Vielleicht kann ich noch Leonardo und Daniele mitnehmen. Ja, nimm mit, wen er braucht. Soll mir recht sein. Nicht zu viele, Falcone. Wer weiß, vielleicht reden die dann irgendwelchen Blödsinn. Ach Quatsch, sind gute Männer. Hast du doch gesehen. Sicherlich. Aber auch nicht die hellsten. Aber erzähl's nicht mehr Leuten als nötig. Also wirklich nur Leuten, denen ihr vertrauen könnt. Ja, und die beiden sind noch recht frisch in Eleanor. Was? Wer bist du? Ja, genau. Du bist auch noch hier, oder? Jacopo bin ich. Ich arbeite für den Boss. Und wie heißt ihr? Ich bin Francesco, das ist Falcone. Nett euch kennenzulernen. Wir sind sozusagen Nummer 3 und 4 hier gerade. Ich nicke dir so freundlich zu, wie ich es gerade hinkriege. Und wo geht's hin? Wir stellen gerade erstmal ein paar Nachforschungen an. Komm erstmal mit ins Auto, dann erzählen wir dir mehr. Jacopo ist vergleichsweise jung, also mit seinen 18 Jahren ist er jetzt der Jüngste in der Runde. Der Jacopo ist ein recht kleiner, muskulöser Typ, der offensichtlich Sport macht. Ja, hat ein kantiges Gesicht, hat eine auch schon mehrmals gebrochene Nase und abstehende Ohren. Ah ja. Die Gesamterscheinung lässt stark darauf schließen, dass er irgendwie Boxer oder sowas ähnliches ist. Du bist also der neue Schönling der Gruppe. Nachdem Falcone Bekanntschaft mit den ganzen Ratten gemacht hat. Weiß ich denn, wo Daniel und Leonardo sind? Wo die sich aufhalten, spontan? Ja, die erkennst du an der anderen Ecke vom Lagerhaus. Ja, dann pfeife ich mal hier. Leonardo, Daniele! Und wink die mal her. Die beiden traben direkt an. Was gibt's? Mal wieder auf Tour? Ist ernster. Habt ihr eure Sachen dabei? Ja, Moment. Holen wir. Beeilt euch, wir treffen uns beim Auto draußen. Marschieren los und holen dann aus der Kiste 2 Tommy Guns. Kann losgehen. Okay, ihr drei steigt hinten ein. So ernst wird das? Wir brauchen Tommy Guns? Was denkst du denn, worum es hier geht? Ich weiß nicht, ich habe noch nicht so viel krumme Dinger gedreht. Setz dich ins Auto. Und keine Zeit. Okay. Genau. Halt einfach den Mund und tu, was man dir sagt. Jawohl. Krumme Dinger. Wo hat der denn den her? Hat Jacopo irgendwelche Waffen dabei? Einen Schlagring habe ich mit. Also, wir fahren dann mal los. Wohin? Erstmal weg. Ja, gute Frage, wohin? Erstmal weg, damit wir hier nicht mehr die Leute aufscheuchen, wenn wir jetzt Infos austauschen. Ja, also erstmal in Fahrt kommen. Genau. Also Jungs, wir müssen ein paar Nachforschungen anstellen und können dazu sicherlich etwas Rückendeckung brauchen. Ihr zwei haltet die Füße still, ihr seid unsere Rückendeckung, ja? Zeige ich auf Leonardo und Daniele. Klabos. Oh, ich erröte so ein bisschen, schmutze so zu Francesco. Ich glaube, für Jacopo ist jeder schon Boss, der einen Bart hat oder zumindest einen Bart haben könnte. Wir hatten, glaube ich, eine spezifische Wäscherei, der Wagen gehört hat, oder? Täusche ich mich da in der Erinnerung? Mhm. Gut. Da stand drauf, Wongs Wäscheservice. Oh je. Was? Die Chinesen? Ist das mein Wäscheservice? Der Typ ist unheimlich von meiner Wäscherei. Echt, das muss man erlebt haben. Irgendwie, weiß auch nicht. Da kribbelt's mir jedes Mal unter der Haut, wenn mir der meine Händen wäscht und zurückgibt. Weißt du irgendwas über die, Francesco? Nee, nicht wirklich. Aber das ist nicht Wong, oder doch, Michael? Es stand drauf, Wongs Wäscheservice. Ja, ich weiß nur nicht mehr, wie meine Wäsche heißt. Wong. Oh oh. Gebt mir 3 allemal einen Hunderter. Oh, eine 10. Ist das gut? Ich hoffe, das ist gut. Gut, ihr fahrt also durch die Straßen, durch Little Italy, ein bisschen in die chinesische Ecke. Ich hab dich gefragt, ob du was darüber weißt, Francesco. Ah, ja, der ist irgendwie schräg. Der zahlt auch nicht. Also der kommt ohne Versicherung durch. Li Wong, da lasse ich meine Hemden und Anzüge reinigen. Aha. Dann weiß ich auch, wo es ist. Also wenn das der Wäscheservice ist, dann weißt du, wo der ist. Mhm. Ich versuche mich, während wir dort ankommen, zu beruhigen, damit ich nicht ganz so auffällig bin. Wie beruhigst du dich? Kleine Messerspielchen? Im Auto? Ja, vielleicht so ein bisschen Butterfly rumspielen und dabei atmen. Ruhig. Wir wissen ja, wie es ausgeht, wenn man im Auto mit Waffen spielt, nicht wahr? Solange er mich nicht würfeln lässt, ist alles okay. Ein Huckel über die Straße.
Ein Straßenruckel auf der Straße, so. Irgendwas geht los, fliegt sonst wohin. Bei Fiction. Genau. Du sitzt da hinten, oder, Thomas? Ich sitze vorne und fahre. Ich halte meinen Kopf sicherheitshalber aus dem Fenster. Okay, dann versuche ich etwas Abstand zur Cablepan oder sowas zu halten, was immer es hier gibt. Okay, ihr haltet vor der Wäscherei. Da parkt auch so ein Kastenwagen vor, steht auch dick auf der Seite drauf, Wongs Wäscheservice. Das wird er sein. Dann möchte ich mich erstmal umgucken. Genau. Nimm du mal die beiden Geistesgrößen mit und ich gehe mit Jacopo mal rein. Was? Ich will erstmal im Auto gucken. Aus dem Auto rausgucken. Was sollen wir denn jetzt eigentlich tun? Ich werde Mr. Wong befragen, ob er seinen Wagen verliehen hatte. Erkenne ich denn was? Nö, ist eine geschäftige Straße. Einige Passanten, die da hin und her laufen. Gelegentliche Fahrzeuge, die vorbeikurven. Hat das Ding einen Hintereingang? Was weiß ich, gehe ich natürlich von aus. Ich sehe immer nur vorne den Laden, nicht das, was hinten los ist. Es gibt eine Passage nach hinten durch. Das scheint also ein Hof hinten zu sein, ja. Ja, dann nimm du mal hier den Grünling mit. Wir gucken uns hinten um. Ja, okay, komm, Jacopo. Und Waffen erst ziehen, wenn ich das sage. Nicht unfreundlich sein zu Mr. Wong. Der hat noch ein Dutzend Hemden von dir, ne? Das auch, ja. Geisel. Dann packe ich den Schlagring, den ich schon auf die Hand aufgezogen gehabt habe, wieder weg. Jawohl. Hör einfach zu und lerne. Und ich drehe mich um. Habt ihr auch was Kleineres bei? Vermutlich eine Tommy Gun mit abgesägtem Lauf. Falls es was gibt. Also einer von den beiden hat noch einen Revolver dabei. Reicht das? Ja, wenn du es unter die Jacke packst, ist okay. Klar. Lass die Tommys erstmal hier. Wir gucken uns mal hinten um. Und versucht unauffällig zu sein. Soll nicht einer beim Wagen bleiben, wenn wir die Waffen hier liegen haben? Habe ich auch gerade gedacht. Einer der beiden könnte auch hier bleiben. Dann ist er schnell mit den Tommy Guns zur Stelle, wenn es dann vorne oder hinten losgehen sollte. Was ich nicht erwarte. Ja gut. Leonardo, passt du hier auf. Okay, fletzt sich ans Auto, schiebt sich eine Zigarette in den Mund und pafft lustig. Ja, dann nehme ich mir Leonardo und gehe hinten rum. Und ich folge Francesco unauffällig. Genau. Ich werde behaupten, dass du mein Neffe bist. Dann haben wir eine Erklärung, warum du dabei bist. Gut, du drückst die Tür auf. Es klingelt eine Glocke oberhalb der Tür. So einen recht hohen, schrillen Ton. Im Laden ist eine etwas ältere Chinesin. Mr. Lusso? Ja. Sind meine Hemden fertig? Ich gucke nach. Damit verschwindet sie von den Tresen kurz nach hinten durch. Ich versuch mal so durch die Tür zu spähen. Das habe ich bisher nie so richtig gemacht. Aber aus gegebenen Anlass. Aber Stabilitätsprobe. Das war ein Witz, oder? Also du siehst von hinten so richtig Dampfschwaden in dem Moment, wo sie so die Tür da beiseite schiebt. Kommt so ein Schwall von feuchtwarmer Luft nach vorne durch. Sollen wir reingehen? Nein, wir warten erstmal. Erstmal die Hemden in Sicherheit bringen. Prioritäten. Verstehe ich. Nee, die sind teuer. Noch werden wir nicht so gut bezahlt, dass ich mir beliebig viele neue Hemden leisten kann. Wobei wir da mal irgendwann mit dem Boss reden sollten, wenn wir ihn wiederfinden. Du hast mehr als zwei Hemden? Natürlich. Braucht man das? Ja, wenn man halbwegs Eindruck machen will. Ah, hat dir natürlich noch keiner gesagt, ich bin Anwalt und manchmal vor Gericht. Ach so. Da muss man schon irgendwie ein bisschen was hergeben, herzeigen. Okay, und vor Gericht, Ja, zum Beispiel, wenn du wegen irgendwas eine Kaution brauchst, dann rufst du im Hauptquartier an und das Hauptquartier wendet sich an mich und ich komme dann vorbei und kläre die Formalitäten. Gut zu wissen. Steckst du ihm noch eine Karte zu? Nein. Ich glaube, von jemandem, der nur zwei Hemden hat, kann ich keine extra Mäuse verdienen, sondern nur diese eben Sachen im Rahmen der Familie. Okay, Falcone und Leonardo. Ihr geht durch diese Hofeinfahrt rein, kommt hinten auf einen sehr weit zurückgelegten Innenhof, der mit Sand belegt ist, Reifenspuren, ein großes Tor auf der Rückseite des Gebäudes, steht so ein bisschen offen. Sind da Leute? Ja, an der Tür steht ein kleiner Chinese und raucht. Erkenne ich, ob der was Gefährliches dabei hat? Nein, nicht offensichtlich. Nö. Aber er guckt ziemlich böse. Kann ich auch. Erkenne ich von außen vielleicht irgendwelche zufälligen Lieferwerken? Nö. Aber der beäugt dich so bei jedem Schritt, den du machst. Ne, ich versuche nicht zu sehr zu dem zu gucken. Kann man da irgendwie rumlaufen oder läuft das alles auf dieses Tor zu? Mit irgendwie eine Möglichkeit, das zu flankieren? Oder, keine Ahnung, ist da ein Baugerüst, wo man über die Mauer gucken kann?
Oder ein Fenster von einem Haus? Also der Hof ist tatsächlich so ummauert. Und das Gelände gehört ganz deutlich zu dieser Wäscherei halt. Stehen ein paar Kisten oder ein paar Tonnen irgendwo rum. Es gibt nur zwei Ausgänge. Das eine ist der Fahrweg, über den ihr gerade reingekommen seid. Und das andere ist der Zugang zum Haus, wo der Chinese vorsteht. Sind da irgendwie Wohnhäuser, die mit Fenster ja, über die Mauer? Hinter dem Hof, ja, das sind wieder Wohnhäuser. Man sieht also benachbarte Bebauung. Aber der Hof ist komplett mit einer Mauer umfasst. Also könnte man denken, dass wenn wir da durchgehen, wir einfach nur zu diesem Wohnhaus wollen? Nein, es gibt von dem Hof aus nur einen Zugang zu einem Gebäude. Und das ist der Eingang, wo der Chinese gerade steht. Ich drehe mich mal zu Leonardo um und bist du sicher, dass du es hier ist? Und blinze ihm mal zu. Okay. War das nicht da hinten? Und ich zeig wieder raus aus dem Gang, wo wir hergekommen sind, und führe ihn da wieder hin, bevor er stammelt. Okay, ich wollte gerade loslegen. Gut. War auch gerade gespannt, wie intelligent unser Leonardo wirklich ist. Ja, ich versuche so verwirrt wie möglich aus, denn ich kratze mir am Hinterkopf, wenn wir so gehen. Die Alternative wäre ja gewesen, anzufangen mit ihm zu knutschen. Ja, das wäre auch überhaupt nicht auffälliger gewesen. Das würde zumindest eure Anwesenheit erklären. Vorne im Geschäft kommt die alte Frau wieder rum, hat dann diverse Hemden. Mhm. Die waren mit Telmin für morgen. Ja, ich bin etwas früh, ich weiß. Tut mir sehr leid. Ich war nur zufällig gerade in der Gegend. Breitet Papier auf dem Tresen aus, faltet die Hemden da rein. Haben Glück, dass wir gerade Zeit haben. Ich bin sehr dankbar, Mrs. Wong. Nicht, dass das zur Gewohnheit wird. Nein, sicherlich nicht. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich nehme den Hut runter. Ist Mr. Wong vielleicht zu sprechen, wenn es keine zu großen Umstände macht? Haben Sie Beschwerden? Nein, nein, keineswegs. Ich bin immer sehr, 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 sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Mr. Wong, viel beschäftigt, Mann. Ja, es wird auch sicher nicht lange dauern. Ich sehe nach. Danke, vielen Dank. Sie reicht dir das Paket mit den Hemden? Ja, ich versuche das mal irgendwo abzustellen. Soll ich das nehmen? Ja, halt du das mal. Soll ich es zum Auto tragen? Ja, es dauert sicherlich bestimmt, bis Mr. Wong auftaucht. Die Zeit solltest du haben. Ja, dann nehme ich das und trage es zum Auto zurück. Sie steht noch da und macht eine eindeutige Geste im Sinne von Geld her. Oh, natürlich, Verzeihung. Ich hole die entsprechende Anzahl von, was wird das sein, Quarters raus? So teuer wird es ja nicht sein, oder? Das ist taktisch sehr klug. Niedrig ansetzen, genau. Ach, das können nur Pennies sein. Was weiß ich, was hier um diese Zeit eine Wäscherei so kostet. Für Express-Service ist doppelt Preis. Ja, und das wäre dann wie viel? Halber Dollar. Ah, okay, ja, das gebe ich ihr dann. Vielen Dank, ich suche Mr. Wong. Damit geht's hier raus. Wieder durch diese ominöse Tür. Dampfschwaden puffen wieder in den Verkaufsraum. Sagt sie, Jacopo, warum bist du noch hier? Ich bin schon am Weg. Gut. Ach, das ist schön, mal den Boss raushängen lassen zu können. Ja, Falcone, du siehst, wie also Jacopo mit einem in braunem Papier eingeschlagenen Etwas aus dem Laden rausstolpert, zum Wagen läuft. Ich beschäftige mich erstmal mit Leonardo. Erstmal hau ich ihn so an, hey, versuch mitzuspielen, Mann. Was? Wer? Hast du nicht das Haus gesehen auf der anderen Seite? Damit kann man über die Mauer gucken. Ach so, ja. Na, lass uns da mal hingehen. Klar. Damit trabt er los. Ja, beim Gehen versuche ich mal einen Blick von unserem Neuen zu erhaschen, falls er denn her sieht. Ja, er sieht her. Du kriegst so Fragen, Schulterzucken. Hm? Ich zuck Fragen zurück. Was meinst du? Du kriegst eine Facepalm zurück und ich gehe weiter. Okay, im Laden kommt die kleine alte Chinesin wieder durch diese Tür rein. Mr. Wong kommt gleich. Ja, vielen Dank. Ich warte hier. Jacopo legt das Wäschepaket ins Auto. Kommt er wieder zurück ins Geschäft, oder? Ja, klar. Also ich trage die Sachen hin, lege sie auf den Rücksitz und gehe dann einfach wieder zurück zum Geschäft. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich habe das schon... Also in meinem Kopf war ich schon am Weg zurück. Kurz nachdem du den Laden wieder betreten hast, kommt dann aus dieser Tür ein älterer Chinese, ein langer Kutte, Spitzbärtchen, kleinen Hut auf dem Kopf, ziemlich schräg, düster dreinblicken,
tiefe Falten oder Furchen im Gesicht. Hat so eine Aura des, man möchte nicht zu lange bei ihm in der Nähe stehen bleiben. Ja, ich lege ja auch hier in dem Laden jede Ehrerbietung auf, zu der ich fähig bin. Mr. Wong, es tut mir sehr, sehr leid, euch bei eurer Arbeit zu stören. Aber vielleicht könnt ihr mir bei einer wichtigen Sache helfen. Ein Freund von mir wurde gestern, könnte sagen, Opfer eines Verbrechens. Und ein Zeuge hat gemeint, dass euer Lieferwagen dort gewesen sei. Ich weiß natürlich, vielleicht gibt es noch andere Wäscherei-Wongs in der Stadt, aber habt ihr vielleicht euren Wagen verliehen gestern? Wir verleihen keinen Wagen. Wir brauchen Wagen selber. Ja, aber gestern Nacht könnte da jemand anders mit unterwegs gewesen sein. Vielleicht kommt jemand anders an die Schlüssel ran. Familie oder Freunde. Wagen ist gestohlen worden. Wall aber wieder zurück heute Morgen. Ah, okay, verstehe. Das ist ja nett von den Dieben. Dürften wir vielleicht mal einen Blick reinwerfen, um zu sehen, ob unser Freund vielleicht irgendwelche Spuren hinterlassen hat? Irgendwelche Nachricht in die Wand gekratzt oder so? Er guckt dich schräg an. Ich leg mal $5 auf den Tisch. Der Blick bleibt schräg und völlig unbeeinflusst davon wandert die Hand auf den Tresen und sackt die $5 erstmal ein. Balgen steht voll der Tüll. Vielen Dank, Mr. Wong, vielen Dank. Ich bin übrigens immer ein sehr zufriedener Kunde. Das ist gut. Und gehe dann so langsam rückwärts zur Tür und gehe dann raus. Wow. Jacopo? Bleibst du im Laden oder gehst du auch? ich folge ihm natürlich. Also es bleibt, es dauert eine Sekunde länger als normal wäre, aber ich folge ihm. Okay, ja, du bist noch ganz gebannt von dem Anblick und von dem, was da gerade passiert ist. Und das Konzept von Wäschereien ist mir noch nicht ganz so geläufig, deswegen staune ich da und schaue mal so die Dampfwolken ein bisschen an. Genau, und dass ein gestandener Anwalt so klein mit Hut ist vor einem etwas kleineren alten chinesischen Mann. Ja. Ja, als wir da draußen sind, boah, jetzt weißt du, was mit diesem Mann los ist, nicht wahr? Ist der nicht krass? Schüttelt mir nur, wenn ich dran denke. Ja, ich verstehe kein Wort. Hast du nicht die Augen gesehen? Boah. Natürlich, ja, chinesisch, wie alle anderen auch. Die sind so geschlitzt, ne? Ja, aber das ist ja bei jedem Chinesen so, glaube ich. Ich habe noch nicht so viele gesehen. Aber. Der ist so klein. Ja, aber unheimlich, oder? Ja, schon ein bisschen. Okay, ich gehe zum Wagen. Falcone ist derweil mit Leonardo einmal mit dem Block. Fährt jetzt hinten an diesem Wohnhaus, oder? Ja, doch, das sieht man eindeutig, dass das Wohnhaus ist, angekommen. Dann gehen wir mal rein und suchen ein Fenster. Eingangstür steht offen. Da rein im Treppenhaus. Treppenhaus hat hinten auch einige kleinere Fenster. Von da aus kann man auf den Hof und die Wäscherei genau blicken. Dann erzählen wir doch mal, was da hinter der Mauer so los ist. Ist immer noch der gleiche Hof wie vorhin, wo du da reingestolpert seid. Mir mal eine Probe verborgen, Säckchen. Um Gottes Willen. Leonardo, guck doch auch mal. So kennen wir dich. Du kannst immer noch forcieren, wenn du willst, ne? Und das ist so. Ich gehe davon erstmal aus, dass Leonardo auch mitguckt. Na gut, dann mach's nochmal. Vielleicht. Oh! Vier Augen. Da hatte ich wohl gerade was im Auge. Leonardo stupst dich an und sagt, du, der Chinese da, der guckt hier rüber. Macht er das echt? In dem Moment, wo du da hinschaust, siehst du auch, der guckt euch direkt an. Starrt euch so genau in dieses Fenster, als wüsste er genau, da seid ihr. Okay. Das ist sehr fishy. Nein, er hat nicht den Insmus-Look. Siehst du, wie er euch zuwinkt, schelmisch lächelt und durch die Tür wieder in die Wäscherei rein verschwindet. Was war das denn? Kann der hell sehen? Das war jetzt ein Gedankengang, ne? Und keine Frage an mich, oder? Das war eine Frage an Leonardo. Mir ist eiskalt über den Rücken runtergelaufen. Der hätte uns doch gar nicht beobachten können, wie wir da reingegangen sind, oder? Nee. Okay. Aber ist denn jetzt was hinter dieser Mauer? Also hinter der Mauer, das ist also jetzt diesseits, also von dem Gebäude. Das ist einfach nur ein bisschen Hof, ein bisschen. Ich glaube, wir haben beide zwei was völlig Unterschiedliches im Kopf, wenn das sein. Möglicherweise, ja. Aber wir haben doch eine interessante Erkenntnis gewonnen. Toll. Genau, in der Wäscherei Wong ist irgendwie was faul.
Genau. Allein schon, dass es einen Wächter im Hintereingang gibt. Naja, was heißt Wächter? Er hat eine gequalmt. Ja, der hat doch eine Pause gemacht. Das ja, das könnte durchaus sein. Aber dass er euch Falcone da oben gesehen hat, ist schon seltsam, oder? Naja, diese Chinesen haben unglaubliche Instinkte wahrscheinlich. Und der ist jetzt wieder reingegangen. Da steht jetzt niemand mehr. Genau. Ja, Leonardo, warum sind wir nochmal hochgegangen? Ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwas von der Mauer im Kopf. Jetzt war wohl noch seine Idee, ja? Super, der arme Bub versteht die Welt nicht. Ja, wir sollten wohl zurück zum Auto gehen und uns nächstes Mal gleich einen Plan geben lassen. Zwischenzeit würden dann Jacopo und ich hier den Wäscherei-Lieferwagen uns anschauen. Also ich hüpfe gleich mal auf die Ladefläche hinten drauf und wonach suchen wir eigentlich? Das ist ein Kastenwagen, der ist hinten zu, ne? Ach so, aber der hat ja nicht nur seine Bordwand, wo man drüber hüpfen kann und oben ist nur seine Plane? So habe ich mir das vorgestellt. Das ist ein fester Aufbau, also ein Holzaufbau. Okay. Kann man hinten rein? Also man kann hinten rein, wenn man die Tür hinten aufmacht. Genau, das tun wir doch einfach. Mach mal auf. Ja, dann mache ich die Tür auf und gehe hinten in den Wagen rein und frage, wonach wir überhaupt suchen. Irgendwelche Spuren, dass hier jemand drin war und vielleicht eine Nachricht hinterlassen hat oder so. Also ist jemand entführt worden. Spuren einer Entführung? Ja, also irgendwie Blut oder wie gesagt eine Nachricht oder sowas. Irgendwas, was ist nicht in einem entführt worden? Ja, das erzähle ich dir bei Gelegenheit, den hast du noch nicht kennengelernt. Ich komme ziemlich angepisst zum Auto. Also vielleicht irgendwas fallen gelassen worden, weißt du, so ein Rotchrom oder so. Jetzt war wieder ein bisschen Ordnung. Das Fahrzeug hat drei Türen. Fahrertür, Beifahrertür und hinten zum Kastenaufbau. Mhm. Francesco. Ja. Ich hab die Faxen dicke. Wir sollten den Laden jetzt auffliegen lassen. Was hast denn du gefunden? Nichts. Wir wurden gefunden. Ach, schon wieder. Lass uns den Laden aufmischen gehen. Wir haben überhaupt keinen Grund dazu. Wir haben allen Grund dazu. Guck erstmal vorne ins Fahrerhäuschen. Vielleicht findest du da was. Ich guck hinten nach mit Jacopo. Ja. Was? Ich realisiere jetzt, dass wir vor so einem Transporter stehen. Was? Das ist das der oder wie? Ja, da erkennst du nicht wieder. Nein, ich hab den blöden Typen an der Rezeption aufs Maul gehauen, während du draußen rumgeturnt bist. Oh, den hast du verprügelt, nicht den Bettler. Ach, ich komme nicht mehr mit. Jedenfalls guck mal nach Spuren, ob irgendwas darauf hindeutet, wer den Wagen gestohlen hat. Gestohlen? Was? Der war offenbar gestern Nacht gestohlen und ist wiedergebracht worden. Ich guck dich völlig fasselnd an. Mr. Wong hat's erzählt. Und also, das glaubst du? Ich dachte, du hast studiert. Also, es ist Mr. Wong. Ist mir egal, wer das... Jetzt mach, was ich dir sage und guck nach. Ich guck hin. Ja, ich stehe schon die ganze Zeit hinten bei der Tür und mit einem Fuß quasi auf der Ladefläche und wart, bis endlich das okay kommt, dass ich nachschauen kann, weil mir noch immer nicht eigentlich ganz klar ist, was wonach wir eigentlich suchen. Und schaue so zwischen den Zweien hin und her, weil, ja. Haben wir das dann geklärt, Falcone? Nee. Dann guck einfach nach. Ich dreh mich um und schubst Jacopo in den Wagen rein, wink ihn bloß rein und steig hinterher. Da liegen einige Leinensäcke hinten drin. Leere? Du wolltest Leichensäcke sein. Nein. Ich weiß ja nicht, was ich finden soll. Das ist der Wagen, in dem unser Boss möglicherweise entführt wurde. Schau einfach nach, ob du irgendwas findest, was darauf hindeutet, wer es war. Euer Boss ist entführt worden? Was könnte wohl darauf hindeuten? Was weiß ich, schau nach. Alles, was ungewöhnlich ist. Wer ist euer Boss? Momentan bist du ungewöhnlich. Okay, nachdem die beiden ignorieren, dass ich gemerkt habe, dass sie darüber reden, dass ihr Boss entführt wurde, widme ich mich weiter den Innenraum des LKWs oder des Lieferwagens. Was, diese Leinensäcke, die man da drinnen findet, sind die leer oder sind die voll? Die sind voll. Voll. Okay, da wird wahrscheinlich Wäsche drinnen sein. Hast du einen Röntgenblick? Wirf mal auf Röntgenblick. Ich finde die Fähigkeit nicht auf meinen Heldenbogen, auf meinen Charakterbogen. Na, ich nehme einen Sack und mache ihn auf und schau, was drinnen ist. Ich hoffe, ich muss nicht Verborgenes erkennen. Große, schwere Tücher. Okay. Weiß. Schmutzig. Okay, dann interessiere ich mich nicht weiter dafür. Wobei, kurz schaue ich noch, ob was die Verschmutzung ist, ob da Blut oder sowas dran ist. Es sind rote Flecken drauf, ja. Okay. Also, ich meine, ich habe schon oft genug in meinem Leben eine in die Schnauze bekommen, um zu wissen, ob das Blut ist oder nicht. Es sieht nicht aus wie Blut. Ist nicht verkrustet. Das ist Rotwein. Danach sieht's aus. Bratensoße, Rotwein. Okay, kein Mensch. Ich fange mich jetzt mal nach der Fassungslosigkeit.
Schluss jetzt mit diesem Laientheater. Francesco, das Offensichtliche ist aber klar. Los, komm mit, Leonardo. Wir gehen jetzt rein. Schau mal nach, ob der Wagen kurz geschlossen wurde oder wieder sonst geklaut wurde. Das heißt, du machst die Fahrertür auf, beugst dich da mal rein. Ja, wenn er es nicht macht, muss ich das machen. Ja, ich schnapp mir jetzt die beiden mit ihren großen Kalibern und will da hinten rein. Moment, Francesco sieht etwas Glänzendes im Fußraum. Okay, das hebe ich mal auf. Eine Münze. Das ist jetzt nicht weiter ungewöhnlich, und, oder? Ja, während du dich dann dahin bückst, siehst du, dass das nicht eine einzelne ist, sondern liegen ein paar mehrere. Die sind da wohl irgendwie runtergefallen. Und daneben liegt auch irgendwo noch so ein Zettel. Oh, das ist dann schon interessanter. Die Münzen stecke ich ein und den Zettel entfalte ich mal oder entknülle ich oder wie auch immer und lese mal, was, ob was draufsteht. Haben uns ihren Lieferwagen ausgeborgt, haben ihn wohlbehalten zurückgebracht, anbei eine kleine Entschädigung. Vielen Dank. Ach, das Geld ist gar nicht für mich. Falcone, bei Fuß, komm, schnell. Ich rufe ihm hinterher, ich hoffe, er hört es noch. Ich ignoriere es gerade. Ich hab hier gefunden, wer es war. Wahrscheinlich steigen gerade die beiden mit ihren dicken Kanonen aus. Ja. Steht irgendwie eine Unterschrift drunter oder so? Nein. Irgendwas, was auf... Wie ist so die Rechtschreibung und der Akzent? Die Rechtschreibung ist absolut korrekt, fehlerfrei. Die Handschrift ist auch sauber, nicht krakelig. Irgendwie so slangmäßig. Ja, ich sag mal den beiden, es geht los, wir gehen da rein. Ja, ja. Was? Hinten lang. Scheiße. Dominik will das Spiel beenden. Ne? Er will jetzt schon den Amoklauf starten. Ja, mir reicht es jetzt. Okay. Kriege ich die beiden jetzt? Ja, ich bin dabei. Ich hol dir. Wo hab ich sie denn? Ja, Thomas, du wolltest irgendwas sagen. Ja, ich überlege noch gerade, ob ich in die Luft schieße, damit alle ein bisschen aufmerksam werden und der Plan der Zerstörung irgendwie schief läuft und er sich deshalb wieder zurückziehen muss. Hat Pastor gar nicht gesagt, wir sollen den Ball flach halten? Stimmt. Aber irgendwie ist Falcone heute in der Stimmung, den Ball nicht flach zu halten. Jacopo, irgendwas hinten gefunden? Irgendwelche Hinweise? Irgendwelche Laken mit Soßenflecken, sonst nicht wirklich was. Keine irgendwie verlorenen Gegenstände, die irgendjemand gehört haben könnte oder so? Naja, ich habe noch nicht so genau geschaut, aber bis jetzt ist da nichts. Soll ich nochmal genau schauen? Ja, schau nochmal genau. Okay. Und ich renne inzwischen hier hinterher. Ich lehn's mal um die Mauer rum. Das ist aber schnell. Ja, natürlich. Dafür, dass du noch ein Gespräch in aller Ruhe führen kannst. Meister muss mir sagen, wie weit ich komme. Hat aber die Schulter zurückgerufen. Du linst um die Mauer rum und blickst in ein Gesicht, das dich anstarrt. Das gibt's ja nicht. Wirklich? Ja. Der haucht schon wieder. Das ist der gleiche? Der gleiche. Ja, dann wink ich jetzt mal die zwei hinter mir her und zieh mein Messer. Kann der irgendwie in die Tür zurückflüchten oder würde ich den davon abhalten können? Der steht näher an der Tür als du. Naja, ist sie offen? Muss er sie jetzt aufmachen? Er könnte also mit einem Schritt in die Tür verschwinden. Ein, zwei Schritte, ja, genau. Gut, dann winke ich den mal nicht und ziehe auch mein Messer nicht, aber ich gehe mal nach vorne. Ich gehe auf ihn zu. Ortlos. Macht er was? Der hat eine Keule gezogen. Du willst doch einen von deinen Gangstern haben hier, ne? Ich informiere die beiden inzwischen, dass der Wagen offensichtlich tatsächlich kurzzeitig gestohlen war. Und was immer Falcone vorhin jetzt vorhat, das ist völliger Schwachsinn. Und wir jetzt nicht anfangen sollen, hier rumzubannen. Der Chinese spricht dich an, wo du auf ihn zukommst. Was du wollen hier? Aber er ist nicht in die Tür reingegangen. Nein. Um Gottes Willen. Wie sieht der denn überhaupt aus? Ja, wie ein kleiner, schlanker Chinese halt. Jetzt kann der bestimmt super krasse Kampfkunst, wenn ich den mir packe. Ja, ich versuche ihn mal zu packen, gegen die Mauer zu drücken. Hat er so diesen klassischen Chinesenanzug an? Nein, der alte Chinese innen, ja, der hatte so einen klassischen chinesischen Kutte-Mantel an. Und der hinten hat halt ja auch eher chinesisch aussehende Sachen, aber es ist jetzt nicht so eine Kutte, sondern er hat auch Hosen. Die beiden neben Francesco fragen... Was ist mit Falcone? Der spinnt heute total. Der Chinese hier, der war es nicht. Leonardo, geh mal vor und sag ihm das. Hab einen Hinweis gefunden. Krieg ich den jetzt zu packen, oder nicht? Du willst auf Nahkampf. Ja, ich hab gesagt, ich möchte ihn packen, gegen die Mauer drücken. Na dann, Nahkampf, Handgemenge. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Eine 85%ige Chance. Er duckt sich unter deinen Griff weg und steht plötzlich eher hinter dir. Bevor du dich versiehst, ich dreh mich um. Hat er sich also einfach unter deinem Angriff weggeduckt und grinst dich jetzt von hinten an. Was sollen die Spielchen, Arschloch? Hey, Falcone, sagt Leonardo, der das Spiel da gerade beobachtet hat. Ich warte erstmal auf die Antwort von dem Chinesen. Der grinst einfach nur. Ich glaube, ich muss was würfeln. Den Wert gibt's dir, glaube ich, nicht. Selbstbeherrschung.
Das wäre in Richtung Mana. Okay, ich hau mir das Maul. Ich versuch's nochmal. 50-50 Chance, ja? Dann zeig mal, was du nahkampfmäßig drauf hast. Schon besser. Ja, schaut ganz gut aus. Dann. Oh, was ist jetzt passiert? Wer gewinnt da? Beim Nahkampf kann er versuchen auszuweichen. Naja, wenn beide den gleichen Wert haben. Ja, es gilt immer der Grad des Erfolgs. Also du hast einen schwierigen Erfolg hingelegt. Aber er nicht. Und er hat einen normalen Erfolg hingelegt, genau. Das heißt, du kriegst ihn zu packen. Ich will ihn aufs Maul hauen. Ja, gut. Dann gib mal dann deine Schadenspunkte. 2 Trefferpunkte. Der Leonardo schnappt sich oder greift dir in den Nacken, an den Kragen. Mir oder ihm? Dir. Verdammt, was machst du hier? Sieh du das mal wegkommen. Du siehst doch, dass der Pisser was verwirrt. Komm her, weg hier und schleif dich darum. Und während du also um die Ecke gezogen wirst, siehst du, wie eine ganze Horde weiterer Chinesen aus der Tür rauskommen. Also klar. Horde heißt... 200. 4, 5... Kleinfamilie also. Was machst du da, Leonardo? Weiß ganz genau, dass sie was verbergen. Schleif dich mit zurück. Ich habe inzwischen wieder Kehrt gemacht und bin zu Jacobo zum Lieferwagen nochmal, der da inzwischen eine ganze Weile Zeit hatte, sich umzusehen, ob er noch irgendwelche Spuren findet. Genau. Und habe ich irgendwas? Also wenn ich mir alles in dem Lieferwagen genau anschaue, fällt mir irgendwas auf? Jede Menge Schmutzwäsche. Immerhin. Ja. Also ich springe aus dem Lieferwagen auch, da ist nichts drin. Okay, dann lass uns weg hier. Okay. Und wer irgendwer auf dem Rüstes meine Hemden zerknüllt, der darf mir das bezahlen. Zumal ich mir eine neue Wäscherei suchen muss, scheinbar. Ja, etwas verdutzt gehe ich ihm hinten nach und setze mich hinten in den Wagen rein, nehme die Hemden auf den Schoß und... Was haben wir nochmal genau hier gemacht? Einen Lieferwagen durchsucht. Warum? Um Spuren zu finden. Du merkst, ich bin etwas ausweichend. Was? Was ist denn jetzt passiert? Leonardo hat dich auf die Rückbank gestoßen, Tür zu schließen. Ich warte die ganze Zeit, bis irgendwas passiert. Auf einmal sitze ich auf der Rückbank. Ja, so schnell kann das gehen, wenn der Richtige zupackt. Spielmeister-Wilke. Ich gebe dann Gummi. Also Kavaliersstart mit rauchenden Reifen hier weg. Was? Du kannst drin sitzen oder 7 Chinesen abwarten. Da waren 2 Leute mit einer Trommeljagd hinter mir, Mann. Ja? Ja? Auf einer Straße, belebt. Und plötzlich sitze ich im Auto. Einer von denen mit der Trommeljagd, der hat dich da zurückgeschleift. Der war vermutlich gar nicht dabei. Aber der hat wahrscheinlich aufgehört zu schleifen, als wir 7 Chinesen angerannt kommen, oder? Oder er hat beschleunigt, wenn er schlau war. Richtig. Das war ein Automatikgewehr. Also Francesco hält etwa 10 Meter weiter den Wagen an, damit du aussteigen kannst. Ich erinnere nur an das Ballflachhalten. Von mir aus. Meine Güte. Francesco gibt wieder Gas. Ja. Muss ich würfeln? Nein. Anscheinend alle außer mir hier weg wollen. Und ist es wirklich so, dass da die Chinesen jetzt quasi aus dem Hinterhof rausstürmen und so fluchend dem Wagen nachschauen? Ja, genau. Okay. Was war da jetzt? Falcone, was war da los? Die haben unseren Postmann. Haben sie nicht? Natürlich. Schau hier, ich reiche ihm den Zettel rüber. Der Wagen war tatsächlich über Nacht weg. Weiß ich, dass mit Boss der Tyler Banks gemeint ist? Ja. Okay. Denke schon, nur uns rutscht es halt gerade immer wieder mal raus. Ja, klar. Was völlig normal ist. Also, wenn nicht sogar beabsichtigt. Was soll ich da lesen, Mann? Du kannst lesen, oder? Ich gucke dich sehr böse an. Na, wie fährt das? Du stehst mich schon bis hier. Bis hier. Ja. Mach so ein Ding. Weiß nicht wie, ob du größer bist wie ich. Also, auf dem Zettel steht drauf, dass sie sich den LKW ausgeliehen haben. Und damit ist ja wohl klar, dass Mr. Wong, so schuldig er auch wirken mag, es in diesem Fall tatsächlich nicht war. Der hatte keinen Grund, seinen eigenen Lastwagen mit so einem Zettel zu reparieren. Oder? Sag ich doch. Also, gut. Dann sind wir uns ja einig. Mann, der steckt doch mit denen unter einer Decke, Mann. Jetzt kommen die uns auch noch hinterher. Ja, zu Fuß werden wir uns nie einholen. Ich geb Gas. Da fährt ein Auto, Mann. Ich guck mal in den Rückspiegel. Werden wir verfolgt? Hinter euch ist ein Auto zu sehen, ja. Der Wäschereilieferwagen? Nein. Fing das an, als wir gerade los sind? Also haben wir noch gesehen, wie die Chinesen da eingestiegen sind? Nein, hast du nicht gesehen. Na gut. Soll auch Autos auf Chicagos Straßen geben, ja. Ich mach mal so diese üblichen Manöver, wenn man jemanden abhängen will. Oder erstmal prüfen will, ob er einen überhaupt verfolgt. Sprich, ich biege eine Seitengasse ein, fahre dann vielleicht einmal um den Block und so. Tatsächlich biegt das Fahrzeug auch immer mit ab. Hält so ein bisschen Abstand. Glaubst du wirklich, dass die damit nichts zu tun haben? So blöd kann's doch nicht sein. So langsam machen die sich verdächtig. Langsam? Kann natürlich auch nur sein, weil du irgendwie einen von den... Na gut, das habe ich nicht mitbekommen. Aber dass du den Hinterhof stürmen wolltest. Ja, wenn ihr Pfeifen mich nicht zurückgehalten hättet... Dann wärst du jetzt
vielleicht tot. Dann müsste Francesco sich jetzt eine neue Wäscherei suchen. Auf welcher Seite Ivo steht? Ach ja, falsche Entscheidung, hätte nicht zurückhalten sollen. Einen zufälligen Laster geklaut. Geklaut. Und wieder zurückgebracht. Der am nächsten Tag wieder da ist. Und zufällig liegt da dieser Zettel drin. So blöd kannst du doch nicht sein. Du hast überhaupt keinen echten Hinweis darauf, dass es nicht so ist. Jetzt ist natürlich die Frage... Alles weist darauf hin. Die Frage, wer das gewesen sein könnte. Das sind keine chinesischen Schriftzeichen. Was soll uns denn dieser doofe Zettel bringen? Da steht da nichts drauf. Wir haben nichts. Okay, Vorschlag. Wir halten in der nächsten Ecke an, lassen dich mit der Tommy Gun raus und du überprüfst, wer da in dem Wagen sitzt. Ja. Und fragst ich die Leute. Schon gemerkt, dass du ein Kameradenschwein bist. Wer ist denn losgestürmt, ohne jeden Plan und Ahnung? Wer kauft denn jede Lüge ab? Hey, ich bin Anwalt, ich weiß, wenn Leute lügen. Ja, das merke ich. Hast du eigentlich einen Plan, worum es hier geht? Nun, ich denke, dass irgendeine verfeindete Gang... Und du schaukelst dir Eier und holst dir deine Hemden ab. Hey, das sind gute Hemden. Ich scheiß auf deine Hemden. Hey Mann, was ist jetzt los hier? Folgen die uns jetzt, oder... Ja, natürlich. Aber hier, Mr. Hemd versucht hier seinen Arsch zu retten oder so. Keine Ahnung. Wir mögen ja inzwischen etwas gewachsen sein als Gang. Trotzdem halte ich das für völligen Schwachsinn, am helllichten Tag mit in Chicago die Schießerei mit Wäschereiangestellten anzufangen. Ohne irgendwie einen deutlicheren Hinweis darauf, dass da was nicht gestimmt hat. Klar, der Wong, der ist irgendwie creepy. Aber das allein reicht doch nicht. Wie viele Hinweise brauchst du eigentlich? Soll ich sie auf dem Zettel servieren? Einen. Wir waren's. Wenigstens einen, der irgendwie vernünftig ist. Ja, aber was machen wir jetzt eigentlich mit den Verfolgern, die fahren uns ja hinten nach. Sollen wir die nicht irgendwie zur Rede stellen oder so? Ist da irgendwie eine verlassene Baustelle in der Nähe oder so? Das ist ein Plan. Oder eine Hafenanlage, die leer ist. Ich trete scharf auf die Bremse, halt also den Wagen komplett an, stoß die Tür auf und steig aus, bleib... In welche Richtung geht die Tür auf? In die falsche. Genau. Ist immer in die falsche. Genau. Und hab schon mal eine Hand in der richtigen Tasche und gucke, wer da jetzt mit dem Wagen näher kommt, ob der uns vorbeifährt oder nicht. Leonardo ist auf der Beifahrerseite auch rausgesprungen und hat sich die Tommy Gun geschnappt. Ich steig auch aus und stell mich rechts neben Francesco oder hinter Francesco. Jetzt kracht er in uns rein und holt uns alle weg. Wenn alle ausgestiegen sind, steige ich wieder ein. Nein, kleiner Spaß. Es ging so rasant, dass das andere Fahrzeug, was hinter euch hergefahren ist, mit quietschenden Reifen, ein bisschen schlingernd hinter euch zum Stehen kommt. Ein bisschen schräg auf der Straße. Mhm. Sieht man, wer drin sitzt? Zumindest die vorderen? Habe ich eine Knarre auf meiner Seite im Auto? Die zweite Tommy-Gun kannst du ja dem anderen aus der Hand reißen. Ja. Würde sich bedanken. Im Fahrzeug sitzt eine Person. Ich gehe vor zu dem. Hat die Person kleine, geschlitzte Augen? Soweit du es erkennen kannst, nein. Francesco geht also näher ans Auto ran und geh mal hinter ihm nach. Ihr seht, wie der Fahrer große Augen macht, ein bisschen bleich zu sein scheint. Ich klopf an die Tür, also ans Fenster ist er rund. Wie war es mit dem Runterkurbeln? War noch nicht so richtig. Klappen. Klappen, genau. Ich wink also mal so, dass er aufmacht. Thomas, gib mir mal einen Hunderter. Oh. Oh. Das ist gut. Das Roll 20 gehackt, ne? Eine 1. Okay. Ja gut, okay. Etwas zittrig, verheddrig öffnet er das Fenster und... Kennen wir uns, frage ich ihn. Nein, Sir. Wieso verfolgst du uns dann? Ich habe den Auftrag gekriegt. Welchen Auftrag? Ich soll euch im Auge behalten. Von wem? Mr. Tedler. Mr. Tedler. Sagt mir das was? Nee, nicht auf Anhieb. Vielleicht klingelt ganz düster was, aber kannst du gerade nicht einsortieren. Ich hole schon mal den Knebel und das Seil aus dem Kofferraum. Sodass es auch sieht. Ja, raus da. Falcone ist halt mit einem Plan, glaube ich, hierher gekommen. Ja, irgendwie will er heute umlegen. Ich durfte bis jetzt ja noch nie. Doch ein! Stimmt. Aber der war ja geschenkt von Silbertablett. Er steigt aus dem Wagen aus und Francesco erkennt deutlich, dass der zitternde Knie hat, der hat Angst. Jacobo, guck mal, ob er irgendwelche Waffen dabei hat. Ja, ich gehe an ihn ran und tast halt seine Jackentaschen und seine Hosentaschen ab und auch die Hosenbeine und ob er einen Brusthalfter hat oder sowas. Mach die Jacke auf, schau, ob drinnen irgendwas. Du spürst, dass er in der Jackentasche eine Blechschachtel hat, in der Zigaretten drin sind.
Ich mache die Black Shuttle auf, nehme meine Zigarette raus, stecke sie mir an, mache die Schachtel wieder zu und gebe sie ihm wieder oder stecke sie ihm wieder ein. Mhm. Der hat nichts. Okay. Ich packe derweil schon mal Seil und Knebel auf unsere Rückbank. Falkone, der gehört dir. Das war ein Friedensangebot, falls das gemacht. Du kriegst erstmal wieder einen Blick von mir. Und dann dachte ich, könnte ich vielleicht recht haben? Und der nette Herr wollte uns sicherlich begleiten, oder? Ja. Und ich packe ihn mal so etwas kräftiger am Arm und ziehen so mehr oder weniger in Richtung unseres Autos. Lassen Sie mich in Frieden, ich hab doch nichts gemacht. Kommt er mit? Oder wehrt er sich? Der wehrt sich nicht. Ja gut, dann zieh ich ihn hinten auf unsere Rückbank. Sagt dir Tettler was, Falkone? Sagt mir das was? Nee. Ich schüttel den Kopf. Es sagt Francesco wahrscheinlich mehr als Falkone. Oje. Ich sag mal hier, der Leonardo, schnapp dir die Kiste da hinten, folgt uns. Wir haben keinen Platz mehr hinten. Er stapft los, steigt in das andere Auto ein. Mhm. Oh, und ich nehme unseren netten Herr mal hinten auf die Rückbank und warte, dass alle einsteigen. Zufällig eine Telefonzelle in der Nähe oder irgendwas, wo man telefonieren kann? Telefonbücher wirst du vielleicht in dem einen oder anderen Geschäft dann finden. Nee, Telefonbücher brauche ich nicht, ich kenne die Nummer. Ja, und Telefone findest du schon an der einen oder anderen Ecke. Ich rufe bei Pastagan an. Also, vielleicht müssen wir noch ein Stück fahren, weiß ich nicht. Schalte wieder aus und rufe bei Pastagan an. Und frag ihn, ob ihm der Name Tettler was sagt. Tettler? Ja. Der Schmierfink von der Zeitung? Ah, mir fällt es wie Schuppen aus den Haaren, oder? Hatten wir schon mal mit dem zu tun direkt, oder? Nee. Habt ihr Tyler? Nee, aber er ist so ein Typ, der ist hat uns verfolgt im Auftrag von diesem Tettler. Deshalb dachte ich, vielleicht wäre das... Ich kam nicht mehr auf die Zeitung. Verdammt. Haben die schon was spitz gekriegt? Das können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Nee, überhaupt nicht. Können wir den Typen irgendwo parken, ohne ihn allzu sehr zu beschädigen? Ja, ich glaube, das ist das Beste. Seh zu, dass der nicht zum Tettler zurückkommt. Okay, vielleicht. Also, wenn wir nicht irgendwie ein festes Quartier für solche Aktionen haben, Michael, würde ich ihn vielleicht mit Leonardo oder seinem Kumpel in Tyler Banks Wohnung abstellen wollen. Was? Der Typ ist für eine Zeitung hier. Wir können ihn da oben vielleicht auch ein bisschen befragen. Was ist heute bloß los mit dir? Was? Weil ich mich jeden gleich umbringe, der irgendwie mit dumm kommt? Also ihr fahrt los zu Tyler Banks Apartment wieder. Nein! Wenn nicht jemand ein besseres Quartier kennt. Da gibt's nicht irgendwo eine Lagerhalle oder so, zum Beispiel irgendwo, wo illegal Alkohol gelagert wird, wo wir ihn hinbringen können? Wir haben doch unseren Metzgerladen, Mann. Da soll er hin. Der Metzgerladen, klar. Zwischen dem ganzen toten Fleisch findet ihr noch. Spricht der, tritt auf die Bremse und wendet den Wagen in einem Zug mal eben so rum. Ja, nehmen wir den. So, Freundchen. Da fällt auch der Geruch nach Blut irgendwie nicht auf. Ich grinse zu unserem Gast, also durch den Rückspiegel. Verdammt, ich hab euch doch nichts getan. Wir mögen es nicht, wenn jemand hinter uns her schnüffelt. Ich hab doch nicht geschnüffelt, Mann. Der Zug ist abgefahren. Nennt man das in deinen Kreisen, wenn man jemanden verfolgt? Habe ich doch nur im Auge behalten. Aha. Man muss uns schon ein bisschen mehr erzählen. Habt ihr noch immer diese tollen Beile in der Metzgerei, wo man irgendwie Knochen mit einem Schlag durchbekommt? Hey Mann! Es ist eine Standardausführung. Ich erzähle euch doch schon alles. Ja, was denn? Tettler hat gesagt, ich soll einfach nur an euch dranbleiben und gucken, wo Banks ist. Aha. Das wird ja immer interessanter. Was hat der Mr. Tettler über Mr. Banks gesagt? Er hat gesagt, der ist weg. Aha. Das ist eine riesen Story. Und das wusste Mr. Tettler von wem? Das hat er mir nicht gesagt. Okay. Ich glaube ihm, glaube ich ihm? Das kann man ja prüfen bei diesem Spiel. Ja, du hast genug mit Psychologie eben gewürfelt. Ach, das ist Psychologie. Genau, okay. Da kannst du übrigens noch einen Haken dran machen. Ne? Mhm. Der hat zu viel Schiss, als dass er irgendwie was lügen könnte oder würde. Hatte ich auch so eine Kapuze mitgenommen nach hinten? Bestimmt, oder? Hast du einen Knebel und ein Seil mitgenommen? Kapuze hatte ich nicht. Nein. Hm. Okay. Francesco. Ja? Halt mal kurz an, ich habe was vergessen. Okay, ich halte an. Irgendwo ohne spezifischen Ort anscheinend. Ja, ich gehe schnell ins Kofferraum, hole die Kapuze, versteck die. Kofferraum, okay. Komm wieder zurück, steck ein. Ah, kannst du weiterfahren. Gut. Ich würde vorschlagen, du hängst ihn einfach irgendwo an den erstbesten Fleischerhaken, dass er sich nicht mehr rühren kann. Und dann fahren wir mal statt in diesem Mr. Tettler einen Besuch ab. Wo wohnt er gleich? Das werden wir schon rausfinden. Stimmt. Jedenfalls konnte der nicht wissen, was mit dem Boss ist. Wenn er nicht irgendwie mit drin steckt. Ich sag so, Daniele, wärst du so freundlich? Und guckst so aufs Seil. Und in dem Moment kommt Knebel und Mütze über den Kopf. Okay, der zappelt und winselt und fleht.
Und Daniele fesselt ihn und hängt ihn da an den Haken. Er soll ja gar nicht erst sehen, wo wir hinfahren. Achso, okay, dann ist er noch im Auto. Ja, sieht er nicht. Mhm. Und dann wird er aufgehängt. Ja, und dann Mütze abziehen. Soll ich ihm mal meine linke zeigen? Mit Schlagring oder ohne? Wie du willst. Der gehört mir. Muss ein bisschen Dampf ablassen. Was wollt ihr denn noch wissen? Ich habe euch doch schon alles gesagt. Ja, ist auch nicht. Ich habe Kinder. Lass mich doch. Wenn man Kinder hat, sollte man nicht rumschnüffeln. Außer in deren Zimmer. Es ist gefährlich, ja. Vor allem für die Kinder. Mhm. Dein Name war doch gleich. John. Walter? Miller. Könnt ja beim Abliefern nochmal gucken, ob der irgendwelche, vielleicht eine Driver's License oder sowas hat. Gab's das schon? Ja. Der Name ist bestätigt, steht da auch drauf. Sag uns jetzt, wo dieser Typ wohnt. Zackig. Wo er wohnt, weiß ich auch nicht. Frag doch bei der Zeitung nach. Welche Zeitung war das doch gleich? Fällt's mir wieder ein oder muss ich ihn fragen? Müsste Tribune sein. Mhm. Das ist eine größere, oder? Mhm. Weiß man so, wenn man die Zeitung regelmäßig liest, auch wie der Typ aussieht, weil er irgendwie ab und zu doch mal mit Bild irgendwie drin steht oder Vage. Hatte der irgendwie einen Notizblock in der Tasche, wo er was aufgeschrieben hat über uns? Ja, Notizblock hat er dabei. Was steht denn da so? Nix. Wir haben ja überhaupt nichts Verdächtiges gemacht. Also Francesco erinnert sich, ne, also jetzt das Stichwort Journalist, Zeitung, das war ausreichend, dass der Tätler durchaus bekannt ist für reißerische, investigative Enthüllungsartikel oder so. Trotzdem denke ich, dass er es nicht wissen konnte und dass Tyler Banks verschwunden ist. Sei denn, er hat zufällig den Portier befragt. Die einzige Spur, die wir haben. Ich setze ihm mal wieder die Mütze ganz langsam auf. Lass ihn winseln. Also der winselt und bettelt und bettelt. So, Jakobo, was hattest du da für ein Schmuckstück? Aber aus dem kommt eigentlich so nicht viel mehr raus. Der macht sich in die Hose. Ja, das werden wir sehen, was da noch so rauskommt. Komm, das bringt doch nichts, das ist doch offensichtlich. Ja, der muss aber ein bisschen mehr mitkriegen. Oh je. Wollt ihr mal so 1, 2, 3 geben, so in den Nieren? Was sagt das Gewissen der Bande? Wer ist das? Gewissen, was? Also ich habe das Gefühl, dass er... Müssen wir ein bisschen eine Message senden? Dass das nicht notwendig ist, aber natürlich, nachdem der Falcone über mir steht, halte ich mich zurück. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass es nicht notwendig ist, den noch mehr zu transalieren. Ja, sehe das genauso und halte mich aber auch so, weil ich weiß, dass ab und zu auch diese seichten Gemüter einfach Ausdruck finden müssen. Das muss einfach sein, damit die Leute merken, dass sie sowas nicht machen können. Ich gehe schon mal raus und pack den Wagen an. Ehrlich gesagt. Er kriegt einfach nur ein paar mit, damit er weiß, was Sache ist, denn das ihn da hängen. Mhm. Okay. Ich hoffe, er kann es richtig dosieren, nicht, dass wir wieder eine Leiche beseitigen. Fische haben Hunger. Ja. Fischmenschen. Nein, er schlägt ihn. Ich glaube, er schlägt ihn nicht tot. Das habe ich auch nicht vor. Ja, wie gesagt, richtig dosieren können ist manchmal nicht so einfach. Wo geht's hin? Ja, Chicago Tribune, nicht wahr? Mhm. Ihr fahrt also... Was ist eigentlich mit Leonardo? Was hat er mit der Karre gemacht? Du hast ihm keine klare Anweisung gegeben, ne? Das heißt, der ist damit hinterhergeguckt. Mhm. Er soll die mal beseitigen gehen. Okay. Damit rauscht er davon. Es gibt hier eine bekannte Stelle, das hat man schon. Oder? Nee, er soll die vor der Zeitung nachts abstellen und anzünden. Okay. Gespeichert. Brauchen wir noch einen abgeschlagenen Pferdekopf oder geht das auch so? Ich hab schon überlegt, aber nee. wir haben noch andere Mittel. Gut, Chicago Tribune. Mhm. Was ist dieser Tribune eigentlich? Was machen die da? Zeitung von recht niedrigem Niveau. Zeitung. Liest du nicht? Du kannst lesen, oder? Natürlich kann ich lesen. Hm. Es ist nur meistens langweilig. Ja. Und du brauchst beide Hände frei dafür. Ja, genau. Damit die Zeilen abzufahren. Genau, damit ich mit beiden Fingern über die Zeilen fahren kann. Richtig. Ihr betretet das Gebäude. Ist ein recht großer Lesesaal vorne. Indem die... Was wollen wir da rein? War noch gar nicht ganz sicher, ob ich... War das der Konsens, okay, dass wir da reingehen? Ich ziehe das zurück, ich schneide das wieder raus. Ihr steht vor dem Gebäude. Ich glaube nicht, dass wir da rein sollten. Am liebsten würde ich nämlich den Tettler allein erwischen. Müssen wir nur überlegen, wie wir ihn da rauslocken. Man könnte doch sagen, dass dieser Miller, dass der irgendwie verletzt ist und dass er ihn abholen kommen soll oder so. Dann will er ja rauskommen. Ja, genau, dann schickt er die Polizei. Viel einfacher. Wir rufen bei der Pforte an, beim Sekretariat oder so, sagen ihm, dass sie den Tettler bitte ausrichten, dass Herr Miller angerufen hat und Infos hat, die er ihm persönlich irgendwo übergeben möchte.
Das riecht er doch 10 Mal gegen den Wind, Mann. Das weiß doch offiziell keiner, dass der Miller hinter uns ist. Könnte natürlich sein. Deshalb bleiben wir hier stehen und gucken, ob er rauskommt. Ich hoffe, ich erkenne ihn wieder. Weißt du, wie der aussieht? Vage. Ja, und wie? Ja. Schmierig. Weiß, 1,80 groß. Oh, Haare, 2 Arme. Genau. Wenn ich ihn sehe, erkenne ich ihn schon. Trägt Kleidung. Mittelgroß, ja. Er trug Kleidung, als ich ihn mal oder was im Bild, weiß nicht, gesehen habe. Kleide, genau. Aber heißt ja nicht, dass er es immer tut. Haben die einen angestellten Parkplatz oder so? Das war zu der Zeit noch nicht wirklich so erforderlich. Keine Ahnung. Ja, toll, was machen wir jetzt? Hier, wir können doch unseren Grünschnabel reinschicken. Der fällt bestimmt nicht so auf wie wir. Ich soll da rein? Ja. Eine Nachricht überbringen an den Tettler. Du bist doch neu hier. Ja. Ich befürchte, dass sie unsere Gesichter schon kennen. Ja, sag nur, was ich ihm sagen soll. Gar nicht, du sollst Informationen sammeln. Guck dich erstmal um, vielleicht findest du raus, wie er sieht. Vielleicht steht er da irgendwie mit einem Artikel oder sowas an die Wand, weil er ja der Star-Reporter hier ist für schwachsinnige Artikel. Okay. Denkt ihr, dass ich da einfach so reinkomme? Angestellter ist Monatsgewässer. Probier es aus. Lass dir was einfallen. Okay, ja klar. Ich überlege mir inzwischen, wo man den Tettler hinbestellen könnte, wo wir ihn dann in aller Ruhe hops nehmen könnten. Versuch rauszufinden, wo der Typ wohnt. Okay. Und ob der Schwachstellen hat. Weißt schon, Kinder, Ehefrau. Okay, also ich steige ein bisschen verunsichert aus dem Wagen aus und blick mich noch mehrmals um zu den beiden. Oder ich steig nochmal aus. Junge, beruhig dich, Mann. Wie könnte ich noch mehr Aufmerksamkeit gebrauchen? Ich bin ruhig. Sieht man, ich bin ruhig. Okay. Kann losgehen. Ja? Kann losgehen. Vergeigt das nicht. Kann losgehen. Sprach's, wendet sich um, schreitet die Treppen zum Gebäude hoch. So, an Treppenabsatz schaue ich nochmal, blick mich nochmal um, schaue nochmal nach hinten zu den beiden. Ich schaue demonstrativ weg. Falcone, wer den rekrutiert. Und geht dann über die Eingangstür rein. Ist da irgendwie ein Portier oder sowas, wo man vorbei muss? Oder kommt man einfach? Du kommst einfach so rein im Gebäude, betrittst jetzt einen recht großen Raum, Lesesaal. Da liegen überall die aktuellen Ausgaben aus. Ein großer Tresen oder langer Tresen ist da mit einer älteren brünetten Frau dahinter sitzen. Große Brille an so Kettchen. Ich trete mal an den Tresen, wo die Ausgaben sind, die aktuellen Zeitungsausgaben, nehmen halt so eine Ausgabe auf und du so halt versuchst drin zu blättern und kann man sich da auch irgendwo hinsetzen oder so? Ja, es gibt auch so ein paar. Also du hast ja gesagt Lesesaal, genau. Ne? Also das heißt, schau mal, ob ich irgendwo Aufschriften finde, wo es zu den Redaktionsräumen gehen wird oder so. Ja, der Tresen ist irgendwo unterbrochen. Okay. Und da gehen auch ab und zu schon mal Leute dann durch in den hinteren Bereich. Da siehst du eine ganze Reihe an Schreibtischen, aber recht weit hinter dem Tresen zurückliegend. Okay, und da ist es aber auch, wenn man zwischen den Tresen durchgeht, wird man auch nicht kontrolliert oder so, sondern da gehen einfach die Leute ganz normal durch. Das ist kein Wachmann, wenn jetzt das so erwarten ist. Ja, genau. Oder der wachsame Blick dieser älteren Dame. Da liegst du gar nicht mal mit so verkehrt, genau. Okay, also die beobachtet die Leute, die da zwischendurch gehen. Ja, sie scheint irgendwie ziemlich geschäftig zu sein, aber du hast definitiv den Eindruck, dass sie, wenn du da wahrscheinlich durchgehst, sofort aufspringen wird und dich bemerkt. Ja, dann warte ich ein paar Minuten, ob sie zwischendurch auch mal weggeht von dort und lese halt so ganz unauffällig in meiner Zeitung. Mhm. Also schau mir die Bilder an. Was, während du wartest, machen Falcone und Francesco im Auto? Uns umgucken? Ihr guckt euch davor. Ihr wartet, okay. Ich guck nochmal nach dem Telefon in der Gegend. Irgendwie einen Laden oder sowas und fragen, ob ich kurz telefonieren kann. Ja, die größte Wahrscheinlichkeit wirst du wahrscheinlich im Verlag haben. Ja, das ist aber gerade ungünstig, denn dort will ich anrufen. Dann gib mir mal eine Probe auf Glück. Glück? Das bei mir. Mhm. Jawohl. Okay. 700. Ein schwieriger Erfolg, das heißt, du blickst einmal in den Rückspiegel und da ist dein Telefon zu sehen. Mhm. So 50 Meter weiter. Ich ruf doch mal an und lock den Tettler raus. Achte mal darauf, ob du jemanden siehst, Falcone. Ich achte. Ich lauf rüber, ruf bei Chicago Tribune an. Ich glaube, man kann sich ja von Fräulein von Amt verbinden lassen, oder? Mhm. Wenn, dann leitet das Telefon bei der Dame. Yep. In dem Moment, wo sie abhebt, stehe ich bestimmt, aber nicht zu schnell auf, lege die Zeitung weg und gehe auf den Tresen zu. Mhm. Gehe
an mir vorbei. Ja, Moment, Francesco, was sagst du? Also Chicago Tribune? Ja, hallo? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe gerade gesehen, wie draußen der Wagen vom Mr. Tettler beschädigt wurde. Vielleicht geben Sie ihm besser Bescheid. Tamas, gib mir mal irgendwie 100. Also, Jacopo schleicht durch diesen Durchgang durch an der Frau vorbei, die gerade mit Francesco spricht und aufnimmt. Mr. Tettler, sagen Sie? Ja, das ist doch, ich glaube, das war sein Wagen. Ich habe ihn mal damit gesehen. Ja, ein Augenblick, Moment. Ich schau mal, ob er da ist. Jacopo ist dann derweil durchgeflutscht. Ich leg dann auf und gehe zum Wagen zurück. Ja, dann, wenn ich in diesen Büroräumlichkeiten bin, ich nehme mal an, dass es da auf den Tischen irgendwie so so Namensschilder oder sowas geben wird. Oder sind da Büros mit Namensschildern oder irgendwie sowas? Ein Großraumbüro. Okay. Am hinteren Ende sind zwei Separés, also so. Und auf den Tischen haben die Leute keine Namensschilder? Nee, da stehen überquellende Aschenbecher, Schreibtischlampen, Schreibmaschinen. Mhm. Hier und da auch mal ein Telefon auf dem Tisch. Ja, gehe ich da mal einfach zwischen den Tischen durch und gehe zu den Büroräumen? Oder hast du gesagt, im hinteren Bereich gibt's dann doch Büros? Oder Separés oder was? Zwei Einzelbüros. Und ist da an den Türen, sind da Namensschilder? Ja, da sind Namensschilder dran. Und ist eins davon Tedler? Nein, da steht ein Chefredakteur und... Hat mir Francesco eigentlich beschrieben, wie der aussieht? Naja, hat Haare, zwei Arme. Das war eine ganz einfache Beschreibung. Hinter dir stapft die Frau auch quer durch den Saal und eilt auf einen der Schreibtische zu. Ich duck mich so ein bisschen weg oder schau, weil ich befürchte, dass sie quasi mir hinten nachstapft. Nee, sie geht in die andere Richtung. Okay, gehe mal hinterher. Aus einer merkwürdigen Intuition heraus. Sie bleibt an einem der Schreibtische stehen, spricht einen kleinen, hageren Mann an. Du hörst nicht, worüber sie reden. Okay. Siehst aber, dass er sie dann ziemlich verdutzt anschaut. Ich höre auch nicht, wie sie ihn anspricht. Ja, du kannst mal horchen. Ich kann horchen? Nee, du bist noch zu weit weg, um da was hören zu können. Weil um dich herum überall, du hast nur die Schreibmaschinengeklappere, hier und da klingelt ein Telefon und ja, ein Bienenstock gleich, ziemlich beschäftigt. Ja, dann wende ich mich an einen der Schreibtische, an dem jemand sitzt, der in meiner Nähe. Ich soll zu einem Mr. Tedler. Ist der hier? Er guckt dich so kurz an, von oben nach unten musternd, zeigt dann auf den Schreibtisch, wo die Empfangsdame gerade vorsteigt. Oh, danke. Ja, dann bewege ich mich relativ unentschlossen auf den Tisch zu, also so, weil ich ja nicht unbedingt der Dame in die Quere laufen will. Ja, die dreht sich um und macht sich wieder auf den Weg zurück. Dann bewege ich mich etwas beschwingt auf den Tisch zu, nur was will ich da jetzt eigentlich? Ich weiß jetzt, wie er ausschaut. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Will ich ihn direkt ansprechen? Ich mach Folgendes. Hat der an seinem Schreibtisch einen zweiten Stuhl, auf den man sich setzen kann? Ja, die meisten Schreibtische sind so gegenübergestellt. Schmeiße ich mich mit einem Ruck auf den Sessel gegenüber von ihm und sag, Freunde von mir mögen es nicht, wenn man sie beobachtet. Und blick ihn dabei ganz tief in die Augen. Er sieht von seiner Arbeit auf, schaut dich an, mustert dich. Mhm. Und wer sind diese Freunde? Ich denke, wir wissen beide, wovon wir reden, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir wollen uns ja nicht missverstehen, nicht wahr? Denke, wir sollten eine etwas andere Örtlichkeit aufsuchen, um das genau zu bereden. Hier ist es so laut. Och, ich fühle mich ganz wohl hier. Es ist schon in Ordnung so. Haben wir uns auch schon vorgestellt. Mein Name ist Tedler. Eric Tedler. Und Sie sind? Jacopo Galli ist mein Name. Jacopo Galli, okay. Ich wurde hierher geschickt. Wer hat Sie hierher geschickt? Nun, ich habe vor kurzem mit John Miller geredet. John Miller, ja, interessant. Und was macht er so? Ja, der hängt ein bisschen rum. der hat sich in Sachen eingemischt, die ihn offensichtlich nichts angehen. Oh, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. In welche Sachen denn? Müssen ja schlimme Sachen sein. Ich weiß nicht, ob... Also, das ist jetzt zu... Mein Charakter ist... Ja? Na, ich habe jetzt gerade das Problem, dass mein Charakter eigentlich nicht so schlau wäre wie das, was ich da gerade tue. Nun,
Wir wissen beide, was letzte Nacht passiert ist, oder? Ich weiß es nicht. Wissen Sie es denn? Warum haben Sie dann John Miller losgeschickt, wenn Sie nichts wissen? Um es zu wissen. Woher? Ich habe was gehört. Woher haben Sie das gehört? Das ist unwichtig. Das ist alles andere als unwichtig. Aber ich gewinne so langsam den Eindruck, weil Sie hier sind, scheint das, was ich gehört habe, wohl nicht ganz so verkehrt zu sein. Richtig? Jacopo schwitzt mit dem Finger so in den Kragen. Ich frag mich auch gerade, wer wen hier befragt. Ja. Entspannen Sie sich. Möchten Sie einen Kaffee haben? Erzählen Sie mal. Ja, hören Sie auf mit dem Spielchen. Sie, was wissen Sie? Ich weiß noch nichts, aber ich hab so den leisen Verdacht. Wenn Sie nichts wissen, warum haben Sie dann John Miller ausgeschickt, um uns zu verfolgen? Ich erkläre Ihnen was, junger Mann. Es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Vermuten. Und als guter Journalist schreibt man keine Vermutungen. Verstehen Sie? Und ich denke, Sie werden verstehen, dass es in Ihrem Interesse ist, mir zu sagen, was Sache ist, denn sonst könnten Leute zu Schaden kommen. Leute zu Schaden kommen? Mhm. Leute, die Ihnen nahestehen. Die mir nahestehen? So wie Sie meine Schwester Rosalie? Er hat keine Schwester Rosalie, oder? Das klingt danach, finde ich, ja. Zum Beispiel. Oder meine Nichte Rebecca. Genau, oder die. Oder meine Schwiegermutter. Also, raus mit der Sprache. Wo sind die Informationen her? Die natürlich nicht stimmen. Oh Mann. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie wollen Wissen haben von mir. Und ich möchte gerne Wissen haben, das Sie besitzen. Ja? Sie erzählen mir etwas, beantworten meine Fragen. Und ich beantworte dann Ihre Fragen. Machen wir es umgekehrt. Sie beantworten mir erst meine Fragen und ich Ihnen dann Ihre. Na, so kommen wir nicht ins Geschäft. Also ich weiß nicht, wie lange ich noch so ruhig und geduldig bleiben kann. Ich kann auch ganz anders, wenn Sie möchten. Er blickt sich so einmal in diesem Großraumbüro rum. Mhm. Sind da mehr als 10 Leute? Ja. Und ist unser Gespräch bemerkt worden? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich glaube, so deine letzten Äußerungen, die waren etwas lauter und der eine oder andere an den Nachbartischen schauen so merkwürdig rüber. Also gut, es stimmt, was Sie gehört haben. Mhm. Tyler ist also weg? Seit gestern Nacht. Okay. Er zieht so einen Notizblock von der Seite, einen Stift. Aber es bleibt unter uns. Das war deine Idee, da reinzugehen. Ja. Jetzt muss ich hier noch die Verantwortung übernehmen. Ich sag, du warst. Das ist, was wir jetzt hier lieber verfilmen könnten. Was ist denn passiert? Wo ist er hin? Das weiß ich nicht so genau. Ich bin nur beauftragt worden, ihn zu suchen. Mhm. Wo hat man ihn denn zuletzt gesehen? Das haben Sie mir auch nicht erzählt. Ja, wissen Sie dann überhaupt etwas? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt, was ich weiß. Dass Tyler Banks weg ist. Ja. Ist er weggegangen? Wurde er ermordet? Entführt? Das weiß ich nicht. Mir wurde nur gesagt, dass wir auf der Suche nach ihm sind. Mhm. Und wer hat Ihnen gesagt, dass er möglicherweise weg ist? Stimmen. Wollen Sie mich verarschen? Ich habe gesprochen. Jetzt ist es an der Reihe, für Sie zu sprechen. Das Telefon hat geklingelt und eine Stimme hat gesagt, Tyler Banks ist weg. Wollen Sie das Telefon mitnehmen? Jacobo überlegt tatsächlich kurz. Was braucht der da drin so lange, Francesco? Weiß auch nicht. Der sollte doch nur Informationen sammeln. Kann doch nicht so lange dauern. Und auf meinem Anruf ist auch nichts passiert. Vermutlich hatte der Tedler gar kein Auto. Jacopo. Haben Sie eine Karte für mich? Wenn ich mehr herausfinde, dann könnte ich Ihnen vielleicht noch was sagen. Ja, natürlich. Ich arbeite für den Verein. Doch noch zum Spitzel. Hey, auf der Karte steht hoffentlich seine Adresse. Er reicht dir eine kleine Pappkarte rüber. Ja. Mit Chicago Tribune und Eric Tedler. Telefonnummer drauf. Mhm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Neuigkeiten von Ihnen erfahre. Bleibt doch unter uns. Natürlich, natürlich. Und wie kann ich Sie erreichen? Warum sollten Sie mich erreichen wollen? Na, wenn ich vielleicht Neuigkeiten habe. Sie wollen sie doch lieber von mir erfahren als aus der Zeitung, oder? Das stimmt.
Ich schreibe ihm einfach, ich schätze mal, dass ich kein Telefon in der Wohnung habe, aber dass in meinem Blog irgendjemand ein Telefon hat. Ja, da kannst du von ausgehen. Ne? Und ich schreibe ihm einfach die Nummer von der auf. Fragen Sie einfach nach Jacobo. Hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Reicht dir die Hand rüber? Na, ich schüttel sie recht enthusiastisch. Ich denke, dass ich da was einen richtig guten Job gemacht habe. Zum Glück bist du ja Versicherungsvertreter geworden. Ja, ich. Kommt aber an, was dein Ziel war. Also wenn du dich selber ins Grab bringen willst, hast du einen richtig guten Job gemacht. Also ich komme dann, gehe dann aus dem Büro raus, gehe aus dem Tribune raus, gehe die Stiege runter, stolziere auf die zwei zu, zeige ihnen die Karte. Ich habe mit Mr. Toddler gesprochen. Du hast was? Das wolltet ihr doch, oder? Und was hat er dir erzählt? Steig erstmal ein. Okay. Mach mich dann schnell vom Acker, nicht, dass der neue Ausguck in den Wagen sieht, was so wohl schon passiert ist. Gib mir mal ein Hunderter. Wir haben dich reingeschickt, weil du wahrscheinlich nicht bekannt bist bei dem. Aber das hat sich jetzt wohl erledigt. Ich habe ihm meine Telefonnummer gegeben. Was? Du hast ein Handy? Ihr fahrt also so die Straße runter. Auf der Karte steht nur seine Arbeitsadresse. Verdammt! Okay, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort für heute. Hast du ihn nicht gefragt, wie du ihn außerhalb der Arbeitszeit erreichen kannst? Nein, habe ich nicht. Okay, jetzt kannst du den Schlusssatz nach hinten kopieren. Verdammt! Du hörst deine Schrotflinte laden. Ja. Danke für den Spiel soweit. Und welche Nachrichten morgen in der Zeitung zu lesen sind, erfahren wir dann erst in ein paar Tagen. Insofern, bis zum nächsten Mal. Um Gottes Willen. Hast du schon einen Ersatzcharakter in der Hinterhand? Tschüss. Ciao. Danke. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Das war ja fast worst case. Das, genau. Hätte besser nicht laufen können. Aber erzähl's nicht mehr Leuten als unnötig. Also wirklich nur Leuten, denen ihr vertrauen könnt. Nicht mehr als unnötig? Ja, das war ein kleiner Lapsus. Hat Jacopo irgendwelche Waffen dabei? Ein Messer, keine Schusswaffen. Es kann nur einen geben. Showdown her und heben uns auf für später. Ja. Korrigiere, kein Messer, sondern einen Schlagring habe ich mit. Besser so. Also du siehst von hinten so richtig Dampfschwaden in dem Moment, wo sie so die Tür da beiseite schiebt. Kommt so ein Schwall von feuchtwarmer Luft nach vorne durch. Oh, das klingt übelst. Ein Tentakel packt dich am Bein. Dumpfes Brummen. Vermutlich wird irgendwie elektrische Anlagen vom Schokoten betrieben oder so. Ja, gleich kommen noch Chorgesänge von Mitgliedern. die Wäsche weiß singen, genau. Ja, Falcone, du siehst, wie also Jacopo mit einem in braunem Papier eingeschlagenen Etwas aus dem Laden rausstolpert, zum Wagen läuft. Ich beschäftige mich erstmal mit Leonardo. Also doch. Du willst auch nur das hören, oder? Das war gerade eine Vorlage, sorry, ja, da konnte ich noch eingehen. Die Vorlage da. Streich bitte meinen letzten rassistischen Satz. Ich hab es sind schon viel zu viele gefallen. Ja, wir haben uns mit den Iren irgendwie angelegt, oder? Hier geht's vielleicht noch. Toll, jetzt hab ich mit dem Eis gekleckert. Du isst nicht in meinem Auto Eis. Nicht während der Fahrt. Ich hab's dem Chinesen abgenommen. Ich glaube, wir haben beide zwei was völlig unterschiedliches im Kopf, wenn das sein. Möglicherweise, ja. Sag mir einfach, ob ich irgendwas Neues erkenne. Vielleicht hättet ihr beim Reingehen nicht so trampeln sollen, dann hätte euch auch nicht gehört. Wir sind im anderen Block. Jetzt zieht ihr die Sachen mal. Soll ich wieder ein Bildchen mal? Nein.
Bin ich ja mal gespannt. Nein, wir machen einen Lageplan. So. Ich sehe noch nichts. Nur in Echtzeit jeder Linie oder muss er das freigeben? Du musst erstmal malen. Also ich habe mir jetzt irgendwie sowas gedacht. So, Chinese. Ja. So, also. Straße. So, hier ist der Laster. Ihr habt irgendwo da geparkt. Hier ist die Wäscherei. Ja, okay. Also ich sehe gerade zwei rote Linien und einen. Ja, war kurz so eine Art Innenhof. Ich bin immer noch nicht auf der richtigen Ebene unterwegs. Jetzt wechseln wir auch mal. So, und jetzt zeichnen. Nein, es ist nicht maßstabsgetreu, wie auch immer da wieder mit Pfeilchen kommt. So, rechts von der Wäscherei geht eine Passage zum Hof. Aber wir sind jetzt hier. Die Passage ist breit genug, dass da auch ein Lastwagen durchfahren könnte. Hier stehen ein paar Tonnen, ein paar Kisten. Also ein klassischer Hinterhof. Ein klassischer Hinterhof. So, und ihr seid jetzt, also die Straße ist hier irgendwo mal rumgegangen, zup, hier in dieses Haus reingegangen. Da ist ein Treppenhaus drin mit einem kleinen Fensterchen und hab dann auf den Hof blicken können. Was? Ist das jetzt hier der Hinterhof von der Wäscherei oder ist das die ganze Wäscherei? Also das hier ist noch eine Straße, oder? Ich dachte, da ist noch eine Mauer in der Wäscherei. Das ist die Wäscherei. Also, das hier ist der Hinterhof? Nein. Das hier ist noch eine Straße hinter dem Hinterhof, ne? Rechts von der Wäscherei führt ein breiter Weg auf einen Hinterhof. Das Rote hier ist jetzt alles eine recht hohe Mauer, sodass also der Hinterhof von der Wäscherei komplett eingemauert ist. Diese Mauer hat mich völlig verwirrt. Hat dieser Plan mit dem Haus überhaupt keinen Sinn? Ne, was wolltest du machen? Naja, ich habe gedacht, irgendwie hört hier die Wäscherei auf und dann ist hier noch Mung gemauert und da steht ein Chinese vor. Und ich wollte hier in den Hinterhof gucken. Ach so, okay. Deswegen macht dieser ganze Plan mit dem anderen Wohnhaus ja jetzt gar keinen Sinn mehr. Wir sollten wohl zurück zum Auto gehen und uns nächstes Mal gleich einen Plan geben lassen. Dass du mich auch nicht gestoppt hast, dass das überhaupt keinen Sinn macht, diese Aktion. Das ist nämlich noch viel schlimmer, als dass da keine Mauer ist. Was fehlen wir, Mann? Ja. Wir haben noch keine Icons auf dem Plan, nicht wahr? Muss das sein? Nein, muss nicht sein. Es sei denn, es kommt mal zu einer wilden Schießerei. Dann ziehst du rüber, ja? Also wenn die Icons hier auftauchen, dann weiß ich, jetzt gleich wird geballert. Kannst du auch eins malen. Okay. Stimmt. Oh oh. Das heißt, jetzt wird geballert? Ach du Schreck. Da ist ein Lastwagen in die Wäscherei gefahren. Der ist da gespawnt. Oh, ich kann den steuern. Ja, das ist auch ein Lastwagen in unserem Hauptquartier. Nein, ich wollte euch nur, damit er vorne und hinten richtig erkennt. Das war zwei Drittel von uns durchaus klar. Ja, er ist jetzt auch nicht gerade Picasso. Also, da muss man schon einen Teil mitraten. Picasso ist ein verdammt schlechter Vergleich. Stimmt, an Picasso kommt er durchaus ran. Ich habe die Faxen dicke. Wir sollten den Laden jetzt auffliegen lassen. Was hast du denn gefunden? Nichts, wir wurden gefunden. Ach, schon wieder. Diese komischen Schlitzaugen haben wohl einen dritten Sinn oder so. Lass es. Fünf. Oder sechs. Sechs. Einen zusätzlichen Sinn oder so. Wir schneiden das raus in der Postproduktion. Lass uns den Laden aufmischen gehen. Ich drehe mich um und schubst Jacopo in den Wagen rein, bring ihn bloß rein und steig hinterher. Da liegen einige Leinensäcke hinten drin. Leere? Du wolltest Leinen. Nein. Noch? Leere, die finde ich jetzt, wenn ich hinten aufmache. Du machst doch die Fahrertür auf jetzt, oder die Beifahrertür. Genau, weil wir hinten sind. Rote ist die Ladefläche. Ja. Also das rot schraffierte Balkon. Okay, dann muss ich wohl nach hier. Nein. Jetzt hat er alle hinten. Verdammt, dann bleibe ich wohl vorne. Partout das Gegenteil von dem machen, was ich ihm aufgetragen habe. Na dann, Nahkampf, Handgemenge. Wo ist denn das? Bei N. Ja, doch. Hey, Falcone! Kommst du jetzt? Ach. Nicht Francesco, Falcone. Ja, sorry, musste rausschneiden. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2017.